Gut, heute Thema Ausklammern, Ausmultiplizieren, Terme und die rationalen Zahlen. Bloß noch mal ganz kurz zu dem Q, wie das geschrieben wird. Also, wir schreiben das mit einem Strich da drin, das reicht uns. Normalerweise groß wäre das so mit doppelter Umrandung geschrieben, wohingegen, das ist jetzt ganz stark vergrößert hier, das hier. Wohingegen wir sonst nur praktisch mit einem Strich schreiben, würden wir das mit zwei Strichen ausmalen, wird aber kurz gemacht, indem man hier noch so ein Strich reinhaut und dann ist das Thema erledigt. So, was sind rationale Zahlen? Ich erinnere nochmal, rationale Zahlen ergeben sich, indem ich etwas einfach durcheinander teilen kann. Beispiel, ein Siebtel und das Ergebnis davon ist eine rationale Zahl. Das heißt, die beziehen sich aufeinander und jetzt merken wir vielleicht, wo das Q herkommt. Was ist denn das? Das ganze Ding als Term ist ein Quotient. Ne? Daher kommt dieses Q. Wir hatten das früher mit, weil rationale Zahlen mit R geschrieben wurde, hatten wir das früher mit R bezeichnet. Das sind jetzt die reellen Zahlen. Das ist jetzt was anderes. Das ist noch eine schickere Erweiterung dieses Begriffs, der rationalen Zahlen. Kommen wir später drauf. Also der Quotient. Ne? Wenn etwas in Beziehung zueinander steht, dann ist das eine rationale Zahl. Sind also Quotienten. Das hier, was ja 1 ergibt, eine natürliche Zahl, ist Bestandteil der rationalen Zahlen. Das hier, minus 2, ist eine ganze Zahl, aber eine negative ganze Zahl, ist auch dazugehörig. Kann man alles nochmal genauer nachlesen. Hatten wir uns eigentlich schon mit beschäftigt, ist nicht so schlimm. Terme müssen wir uns nochmal heute, wenn es um Ausklammern, Ausmultiplizieren geht, nochmal mit dem Begriff Term immer wieder auseinandersetzen. Das heißt, wir werden dann nur mal zum Beispiel 3 plus x in Klammern mal in Klammern 4 minus 5 ist gleich irgendwas anderes, ist gleich auch ein x oder was auch immer. Dann müssen wir uns darüber klar sein, dass das Ganze, der ganze Term, dieser gesamte mathematische Ausdruck ein Produkt ist, nämlich aus zwei Klammerausdrücken. Der erste Klammerausdruck ist eine Summe, der zweite auch. Oh, ich denke, das ist eine Differenz. Natürlich könnte man Differenz sagen hier, aber ich kann auch sagen, das ist genauso wie 4 plus minus 5. Ich addiere zu 4 eine negative Zahl und dann wird es auch wieder eine Summe. In diesem Fall, wenn ich hier von einer Summe spreche, dann ist das mit gemeint. Und mit sowas müssen wir uns eben beschäftigen. Und wir werden uns auch damit beschäftigen, dass wir sagen, naja, solche Geschichten, Mensch, das wird uns ja hier ganz schön viel Schreibaufwand verursachen. Und da gibt es auch Vereinfachungen. Und da kommen wir jetzt gleich drauf. Jetzt erstmal nochmal kurze Pause zum Überlegen, was alles auf uns noch zukommen könnte. Gut, jetzt hatten wir noch einiges diskutiert und jetzt gleich mal steigen wir gleich mal ein, was auf uns zukommen kann. Wir haben es hier auf der linken Seite der Gleichung mit einem Quotienten zu tun. Quotient hier. Hier wird etwas durch etwas anderes geteilt. Oben haben wir eine Summe, ne, plus minus 1, deswegen sage ich Summe. Unten haben wir eine Summe. Summen kürzen nur die Dummen. Wir können hier nicht einfach drin rumkürzen. Aber wenn ich etwas weiß, ich zeige jetzt mal was und warum das so ist, das zeige ich dann später. Wenn ich weiß, dass der obere Ausdruck eigentlich heißt x minus 1 in Klammern mal x plus 1 in Klammern und unten schreibe ich wieder x plus 1 hin, soll y sein, dann kann ich sagen, ach, Moment mal, ich kann ja der Übersichtlichkeit halber hier unten auch eine Klammer setzen und dann kann ich diesen ganzen Term hier komplett rauskürzen. Mit anderen Worten, das, was rauskommt, ist bloß noch x minus 1 ist gleich y. Naja, wenn man das jetzt noch auf die rechte Seite schreibt, dann sieht es aus wie eine stinknormale lineare Funktion. Hätte kein Mensch gedacht, ne? Jetzt gab es Verwunderung, ist klar, weil das hatten wir ja noch bisher gar nicht. Das kann ja noch gar nicht, ja, wie soll denn hier plötzlich ein Plus hier oben herkommen? Woher kommt das? Das werden wir heute noch alles klären. Andere Sache. Beispiel, es steht wieder was scheinbar Kompliziertes. X Quadrat plus 2x plus 1 und das Ganze teile ich durch wieder x plus 1. Und das soll y sein. Also jetzt wird es noch blöder, ne? Jetzt habe ich hier oben eine Summe, insgesamt wieder einen Quotienten. Ich erinnere nochmal, ein Quotient aus zwei Summen. Och, wie soll denn das gehen? Ja, wenn man das weiß, jetzt hatte ja ein Schüler gesagt, na, sind denn das nicht Quotienten? Binomische Formeln? Ja.
Binomische Formeln vereinfachen uns das Leben. Gucken wir uns das oben nochmal an. Daraus kann man machen x plus 1 in Klammern zum Quadrat. Und unten steht x plus 1. Jetzt gibt es vielleicht eine Unsicherheit hier oben. Hier steht das Quadrat. Kann ich da einfach dran rumkürzen? Kann ich. Wenn ich weiß, dass ich das auch so hinschreiben kann. In Klammern x plus 1 mal in Klammern x plus 1. Das heißt ja, Klammer hoch 2 heißt ja Klammer mal Klammer. Und darunter steht wieder x plus 1. Aha. Schwupp und schwapp. Und das Ganze sollte ja y sein. Also wird jetzt y in diesem Fall plötzlich nur noch x plus 1. Hier war es x minus 1. Ei, ei, ei. Und so weiter. Solche Dinge, solche Vorteile, solche Rechenvorteile, kann man auch zu binomischen Formeln sagen, um die geht es heute. Ja, ja. War vollkommen klar, jetzt kamen solche Fragen, wo kommt denn das alles her? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und wie gesagt, das ist heute unser Thema. Wir werden es aber jetzt vorrangig mit Ausklammern beschäftigen, mit Ausmultiplizieren, mit Termen nochmal, um die Vorübung dafür zu haben, dann mit solchen Tricks umgehen zu können, weil es dann leichter wird. Ich mache an dieser Stelle dieses Video erstmal dicht, weil das ist praktisch die Einführung dessen und dann wird es hier einen Verweis geben, wo es dann heißt, und jetzt steigen wir richtig in die Vorübungen ein, sodass die Videos nicht zu lang werden.